Thomas Carsten hat wollte News von mir haben. Ich habe ihm aus Nettigkeit einen runtergeholt. Er hat mich gefingert. Er war dann zickig, weil ich ihn davor nicht angefasst habe. Er hat. Was? Leute, es ist, also je öfter ich das höre, desto krasser wird das, Mann. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, letzte Woche haben wir sehr ausführlich versucht, ein Hotel zu kontaktieren, wo eine Person aus der Community vielleicht etwas übers Ohr gehauen wurde, so ein richtiges Ranzhotel. Stellt sich raus, in dem ganzen Gebäude, also in der einen Hausnummer quasi, sind 3 Hotels. Die haben sich scheinbar immer umbenannt, wenn die Reviews zu schlecht wurden. Hier sieht man halt so ein bisschen, dass da so richtig, was auch immer das ist, an der Wand war. Der Föhn ist halt einfach geschmolzen. Das war nicht witzig. Wer ist legal am Telefon so zu tun, als wäre man von der Hygiene? Ich vermute nicht, dass das legal ist. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. Man könnte ja mal fragen, was wäre, wenn ich jetzt quasi von der Hygiene wäre? Würde das für Sie... Ach, fuck off, Mann, wir machen es einfach mal. Es ist halt jetzt... Wir rufen da jetzt einfach mal an. Sprich mit Autorität und sag einfach, dass du ein paar Fragen zur Hygiene hast. Okay, ich spreche mit Autorität. Sehr guter Move. Hier erstmal an meinen Rolex Kopfhörer RS dran. Sagt, meinst du mit dem Riesending im November ja eigentlich, dass du und Lars mir mein Fahrrad ja, hallo, wieder ich wollte mal fragen, das kann man bei euch kurzfristig stornieren? Fast geschafft. Nur noch 999.999 ja, so über 2 Tage quasi. Millionär. Leider nicht. Wieso? Weil es kommt ja auch darauf an, wie die Stornobedingungen auf ihre Buchung sind. Die Stornobedingungen auf meine Buchung. Mhm. Ja, also in dem Fall hätte ich dann mal 1-2 Fragen zur Hygiene. Also mir ist aufgefallen, Sie haben da so einen Föhn und der ist geschmolzen. Und wenn Plastik schmilzt, dann wird giftiger Rauch freigesetzt. Was haben Sie denn dagegen unternommen? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir mich folgen hat, wenn sie genau wissen, welches Zimmer ist. Deswegen rufe ich ja erstmal autoritär und anonym an. Also ich möchte auch Ihnen behilflich sein. Also wenn sie Etzadena, schwätz mal ein bisschen Schwäbisch. Haben, dann kann ich Ihnen ein anderes Zimmer anbieten, aber ich muss ja erstmal wissen, wer am Apparat. Naja, aber das ist. Das mit dem Zimmer ist natürlich unabhängig von dem Problem mit dem Föhn, ne? Also auch wenn eine andere Partei jetzt in dieses Zimmer geht und da so einen angebrannten Föhn vorliegen hat, dann ist das ja nach wie vor nicht gesund. Wie kann ich Ihnen jetzt helfen, anonym? Ja, ich hätte gern, dass Sie ein bisschen Zeit rein investiere in die Hygiene. Und dass sie vielleicht diesen Föhn... Ja, okay, es ist Zimmer 3, es ist Zimmer 3, gell? Gut. So, und was machen wir da jetzt mit dem Föhn? Sie sind jetzt auf Zimmer 3. Ja. So, warten Sie kurz da, ich frage den Kollegen, was er jetzt frei hat, dass er ihn dann... Es geht aber auch nicht darum, dass ich das hier ersetzt bekomme, sondern dass... Das ist ja auch für die nachkommenden Leute ein Gesundheitsrisiko. Das kann ich jetzt um die Excuse me, could you please reconsider doing the dickshit? Ich brauche dann halt jetzt ein Alternativzimmer für Sie und morgen wird das andere genehmigt. Okay, aber das ist ja... Das große Problem ist ja nicht das Zimmer, okay? Es ist ja das Problem wirklich, dass ich hier diesen Föhn vorliegen habe und die nächste Person, also es wäre sehr gut, wenn Sie quasi diesen Föhn einfach entfernen würden, weil wenn Plastik schmilzt, dann wird da ein giftiger Dampf freigesetzt. Genau das wird ja gemacht. Das wird gemacht, das können Sie mir an dieser Stelle auch verstehen. Ich bin der letzte Motherfucker, Mütter gefickt, die Kinder haben, Alter. Ey, wie man es macht, macht man es verkehrt, ey. Okay. Gut, das tut mir leid, ey, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich komme aus Offenbach und ich rege mich da immer auf. Meine Kollegen, die sagen immer, reg dich nicht so oft, wie du es machst, machst du es verkehrt. Aber das sind so kleine Sachen, da muss man doch drüber reden. Sie fragen mich jetzt, dass ich diesen Ton aus dem Zimmer rausnehme. Dann bestätige ich das und dann sagen Ich bin nicht zufrieden. Ich bin der liebste und beste Mensch. Bonjour. Aber wenn une ich baguette, merke, s'il vous plaît. Es geht um die Föhn und die giftige Dämpfe von den Föhn, dann ist das sehr gefährlich. Wie
Möchten Sie auschecken? Ich möchte nicht auschecken. Mir geht es wirklich nur um die anderen Bewohner, die danach kommen. Und wenn Sie mir garantieren können, dass wenn ich hier ausziehe, dass dieser Föhn verschwindet, dann ist das kein Problem. Sie können den Sie können den jetzt sofort verschwinden lassen, damit ich sicher bin? Habe ich eben bestätigt. Haben Sie eben bestätigt. Okay, das klingt doch schon sehr gut. Schicken Sie den Kollegen zu mir, das ist sehr nett. Vielen Dank. Okay. Tschüss. What the fuck, Alter? What the fuck, Mann? What? Warum nimmt ihr das ernst, Alter? Ich gehe ja 5 Akzente durch. Es war übrigens, ich sollte seriös reden. Und mit dieser Stimme auf einmal Schwebeli-Bebeli. Ich hab's einfach im Kopf überhaupt nicht hinbekommen, Mann. Zeit nein investieren. Es ging einfach nicht zu kombinieren, es tut mir leid. Aber dann habe ich gemerkt, okay, die rafft das überhaupt nicht, wenn ich die Akzente wechsle. Da war es dann auch egal. Zimmer 3 gibt's morgen nicht mehr. Der Arme in Zimmer 3. Da kommt jetzt Besuch aus Nettigkeit. Die machen das wieder gut. Entschuldigung, dass der Föhn geschmolzen ist. Ich schicke einen Kollegen hoch.